Schönen guten Abend, vielen Dank für die Einladung. Mein Vortrag hat 5 Teile, die heißen Wechselbad, Störfall, Fundstück, Holzschnitt und Ausblick. Zum Wechselbad. Ich soll sprechen, das wissen Sie, deshalb sind Sie hier, über politische Störungen, über politische Regelbrecher oder auch vielleicht eben Verbrecher, Aufbrecher, über das Spektrum von Abweichungen, das mit diesem Wort Brechen oder Bruch zu tun hat. Und wenn wir in unseren Gehirnen und Gedächtnissen kramen, dann stoßen wir auf verschiedene Erinnerungen, die mit solchen Regelbrüchen zu tun haben. Mobilisieren Sie mal Ihr Gedächtnis und denken Sie ans Jahr 1989. Und wenn Sie dann genau nachdenken, fallen Ihnen 2 Dinge ein, mindestens, nämlich das Massaker in Peking, das gerade bedacht worden ist in der Presse, und natürlich der Fall der Berliner Mauer im November 1989. Wir haben hier 2 verschiedene politische Bewegungen, eine erfolgreich, eine missglückt, blutig missglückt. Und wir nehmen erstmal ganz nüchtern zur Kenntnis, dass in beiden Fällen es zu Handlungen gekommen ist, die sich jedenfalls gegen die bestehende Ordnung gewandt haben. Handlungen, denen wir auf Anhieb zunächst mal Legitimität zuschreiben würden, in beiden Fällen, in großzügigem Entgegenkommen für das, was diesen besonderen Regelbruch ausmacht. Wenn wir die Geschichte der letzten Jahrzehnte insgesamt Revue passieren lassen oder gar der letzten Jahrhunderte, dann werden wir ein Wechselbad in Erinnerung rufen, nicht nur bezogen auf den glücklichen oder unglücklichen Ausgang von Regelbrüchen, wie im Fall 1989, sondern auch bezogen auf die Bewertung dieser Regelbrüche. Denken wir ans Jahr 2011 oder an die Jahreswende 2010-11. Und wenn Sie dann Ihr Gedächtnis mobilisieren, fällt Ihnen vielleicht Mohamed Bouazizi ein, der Obsthändler in Tunesien, der sich verbrannt hat kurz vor dem Jahreswechsel 2010-11 in Protest gegen den langjährigen Diktator Ben Ali und der damit auslöste, was in die Geschichtsbücher als arabischer Frühling eingegangen ist. Wir begrüßen diesen Märtyrer, der dann starb, der sich verbrannt hat, und werden dann schnell nachdenklich über die weitere Entwicklung dieses kurzlebigen Frühlings, die in manchen Ländern, wie eben in Tunesien, zu einem vergleichsweise langfristigen Systemwechsel geführt hat, in anderen Ländern aber zum Teil schrecklichem Leid und letzten Endes zum Beispiel auch zum Krieg in Syrien. Wenn wir im Jahr 2011 weiterschreiten und unsere Erinnerung mobilisieren, wird das Wechselbad nochmal einen radikalen Temperaturwechsel erfahren, denn wir werden denken an das schreckliche Attentat von Anders Breivik in Norwegen mit dem Massenmord an Jugendlichen, unschuldigen, ferienmachenden Jugendlichen. Dieses Verbrechen hatte politische Motive. Ich habe mir die Mühe gemacht, die, glaube ich, 800 Seiten jedenfalls teilweise zu lesen, die Breivik dann auch publiziert hat, über die nordische Rasse und so weiter und so fort. Wir nehmen also in diesem Fall einmal den Obsthändler aus Tunesien,
als guten Regelbrecher in einem Unrechtsregime war, der mit seinem Leben bezahlt hat, und wir nehmen im anderen Fall einen Regelbrecher wahr, der zwar politische Motive hat, bei dem aber das Verbrechen alle anderen Motive in den Hintergrund treten lässt und der eigentlich ein Scheusal ist. Es geht also heute um den politischen Regelbruch an der Grenze zwischen dem Aufbrechen, dem Durchbruch zu anderen Verhältnissen und dem Verbrechen. Es gibt dieses Sprichwort, dass in jedem Aufbrecher vielleicht ein Verbrecher stecken würde. Und an dieser Grenzlinie will ich mich vielleicht in den folgenden Minuten bewegen. Und damit komme ich zum zweiten Teil schon, Störfall. Es gibt ein ganz eindrucksvolles Zitat von Friedrich Nietzsche, das so lang ist, dass ich es nicht auswendig kann. Man hat viel von der Verunglimpfung wieder zurückzunehmen, mit der die Menschen alle jene bedacht haben, welche durch die Tat den Bann einer Sitte durchbrachen. Im Allgemeinen heißen sie Verbrecher. Jeder, der das bestehende Sittengesetz umwarf, hat bisher zuerst als schlechter Mensch gegolten. Die Geschichte handelt fast nur von diesen schlechten Menschen, welche später gut gesprochen worden sind. Also hier haben Sie den Verbrecher und den, der das Sittengesetz bricht. Und Sie haben eine wunderbare Variation auf das Thema dieser Ringvorlesung, das sogenannte Böse. Denn dieser Böse Gesprochene ist dann nur ein sogenannter Böser, jedenfalls bei Nietzsche. Denn er wird dann am Schluss gut gesprochen, der Schlechte. Der Bruch des Sittengesetzes wird nachträglich gut geheißen. Nun ist es natürlich so, dass Nietzsche es sich an dieser Stelle vielleicht ein bisschen zu leicht macht, obwohl das gar nicht seine Art ist. Denn er pauschalisiert an dieser Stelle natürlich sehr stark. Also er sagt, dass, wie hieß es, fast alle oder alle dann doch gut gesprochen werden, die das Sittengesetz brechen. Er scheint eine Art besondere Güte gar dem Bruch dieses Gesetzes zuzumessen. Dieser Störfall, diesen Störfall pauschal gut zu heißen, geht sicherlich zu weit. In dem Wechselbad, in dem wir uns vorher bewegt haben, haben wir schon gemerkt, dass wir da hin und her gerissen werden mit unserem Urteil, mit der Bewertung dessen, was da an Störungen erfolgt, an politischen Störungen. Wir müssen uns also, wenn wir über politischen Regelbruch nachdenken, ein bisschen mehr ums Detail bemühen. Wir müssen diesen Störfall genauer studieren oder, wie man vielleicht eben auch sagen kann, wir müssen den Störenfried etwas näher studieren. Und ich will jetzt also angesichts dieses Umschlagens von Urteilen, auch der Unsicherheit im Urteil über politischen Regelbruch, mich zurückhalten, bezogen auf normative, steile Vorentscheidungen, bezogen auf politischen Regelbruch und erstmal so ein bisschen mich herantasten in möglichst neutraler Manier an dieses Phänomen überhaupt, worum es da geht, wenn wir von Störfällen oder Störenfrieden sprechen. Dieses Wort Störenfried, das es fast nur im Deutschen in dieser Form gibt, es gibt in anderen Sprachen fast nirgendwo ein entsprechendes Pendant, liegt mir besonders am Herzen, weil man damit einiges anstellen kann, gerade bezogen auf die Ambivalenz des Regelbruchs, auf die Ambivalenz dieses Phänomens, was ich heute Ihnen ausbreiten will. Also eigentlich würden wahrscheinlich die meisten von Ihnen, wenn ich Sie jetzt frage, ob der Störenfried negativ oder positiv ist, sagen negativ. Weiß ich nicht. Nehme ich mal an.
Warum würden Sie das vielleicht sagen? Weil der Friede etwas Kostbares ist und der den Frieden stört, entsprechend wenig kostbar wirkt. Also tatsächlich als ein Verbrecher. Die Störung des Friedens kann eigentlich nur etwas Schlechtes sein, gegeben, dass wir den Frieden so sehr herbeisehen oder so sehr schützenswert finden, wenn wir ihn erreicht haben. Nun gibt es aber eben im Deutschen auch dieses Wort vom falschen Frieden oder auch vom faulen Frieden. Und dieses Phänomen gibt es nicht nur im Deutschen. Es gibt zum Beispiel einen englischen Dichter im 17. Jahrhundert, der vom Wicked Peace gesprochen hat, also vom bösen Frieden. Und er meinte damit so eine Art Scheinfrieden. Wenn ein Scheinfrieden herrscht, ein fauler Friede, ein falscher Friede, dann werden wir den Frieden stört, nicht negativ bewerten. Und damit haben Sie die Ambivalenz dieses Phänomens, des Regelbruchs in diesem Wort als Angebot, als semantisches Angebot. Also man denkt vielleicht, der Störenfried sei etwas Schlechtes, aber wenn der Friede, gegen den er vorgeht, den er stört, der falsche Friede ist, dann ist seine Störung richtig. Das ist die logische Konsequenz aus dieser Konstellation. Und wenn wir dann Alltagserinnerungen mobilisieren, werden wir vielleicht uns auch erinnern an diejenigen, die es gewagt haben, in der Schulzeit einen besonders autoritären Lehrer zu ärgern. Und die es gewagt haben, sich dafür Ärger einzuhandeln. Und diesen Störenfried, den werden wir als jemanden erinnern, der in der Klasse vielleicht eine besondere Reputation hatte, ein besonders gutes Image hatte. Das heißt also, es gibt diese Ambivalenz dieses Störenfrieds und die Frage, welche politischen Veränderungen, Regelbrüche, wir gutheißen, können wir nicht am Reißbrett entscheiden und müssen wir von Fall zu Fall immer neu prüfen. Und um diese Prüfung vorzunehmen, will ich jetzt mit Ihnen tatsächlich einen kleinen Ausflug machen zu einer reichen, zu einem reichen Schatz der Vergangenheit, aus dem wir viel lernen können, wenn wir über Regelbruch nachdenken. Und das führt mich zu meinem dritten Teil, dem Fundstück. Ich will Material nutzen, um diese ganze Frage des Regelbruchs zu erörtern, das relativ lange ziemlich unbeachtet und versteckt in den vergilbenden Papieren der Vergangenheit geschlummert hat. Und dieses Material beginnt mit einem Auftakt, mit einem großen Auftakt im Jahr 1647. Im Jahr 1647 veröffentlicht der große Begründer der politischen Theorie und Philosophie der Neuzeit, Thomas Hobbes, die zweite Auflage seines Werkes Vom Bürger, De Civ, auf Lateinisch. Und um jetzt irgendwelchen besorgten Kommentatoren, hauptsächlich aus dem kirchlichen Spektrum, den Wind aus den Segeln zu nehmen, ergänzt er diese zweite Auflage mit einem Vorwort. Und in diesem Vorwort geht es viel um die Frage, ob der Mensch böse ist, von Grund auf, von Natur aus. Und dann kommt eine ganz knappe, lapidare Formulierung, die da lautet, dass der vir malus ein puer robustus vel vir animo puerili sei, also dass der böse Mann, er redet vom Mann, nicht vom Menschen, obwohl er auch wusste, dass die Menschheit nicht nur aus Männern besteht, also dass der böse Mann ein strong and sturdy boy, wie dann die zeitgenössische englische Übersetzung lautet, also puer robustus, sei oder ein Mann mit einem kindlichen Sinn, animus puerilis. Hier ist also eine Antwort, eine sehr spezielle Antwort zu dem Thema des politischen Regelbruchs oder auch des politischen Verbrechers. Thomas Hobbes ist, wie Sie
wohl wissen, ein großer Freund, ein fanatischer Freund der Ordnung und des Friedens. Um diesen Frieden zu sichern, verlangt er oder fordert er eine staatliche Ordnung, die sich dadurch auszeichnet, dass die Macht an der Spitze konzentriert ist, um eben dem Eigensinn der Menschen überlegen zu sein, dem Eigensinn der Individuen überlegen zu sein. Und dieser übermächtige Leviathan, der sprichwörtlich geworden ist durch Hobbes, der fordert eben diesen unbedingten Gehorsam. Und die Besonderheit von Hobbes besteht eben darin, dass er nicht einfach jetzt irgendeine Kopie eines absolutistischen Regierungsmodells nochmal recycelt, sondern dass er einen äußerst originellen, auch sehr modernen Ansatz entwickelt, der nämlich bei den Individuen ansetzt, die sich möglicherweise falsch verhalten. Und wer sich falsch verhält, wer also den Frieden stört, verdient nach Hobbes Sicht unmittelbar den Stempel, ein böser Mann zu sein. Nun, warum ist man ein böser Mann? Oder wer ist ein böser Mann? Und hier haben wir jetzt praktisch ein erstes Fundstück, ein erstes Deutungsangebot für diesen bösen Regelbruch. Der böse Mann ist ein strong and sturdy boy. Er gibt zwei ganz einfache Worte preis, die eigentlich alles enthalten, nämlich pur und robustus. Robustus, also stark zu sein, ist beim bösen Mann jedenfalls dann eine unbedingte Eigenschaft, eine unbedingt notwendige Eigenschaft, weil er ja Schaden anrichten muss. Und wenn er nicht stark ist, kann er keinen Schaden anrichten. Außerdem ist es so, dass wenn er stark ist, er vielleicht, wie man im Englischen sagt, full of himself ist, also denkt, dass er auch gut alleine durchkommt, ohne sich dauernd im Kniefall des Gehorsams erniedrigen zu lassen. Das heißt also, die Stärke eines Menschen, das übertriebene Selbstvertrauen vielleicht auch eines Menschen, führt dazu, dass er andere schädigen kann und dass er auch seine eigene Tatkraft vielleicht gerne spielen lässt, weil er keine wirklichen Feinde fürchtet. Nun hat ja aber Hobbes viele gute Argumente für Sie anzubieten, wenn Sie sich jetzt in diese Entscheidungssituation hineinversetzen wollen, sollen wir die Regeln befolgen oder nicht, um Ihnen weiszumachen oder darzulegen oder plausibel zu machen, dass Sie das tatsächlich tun sollten. Denn die Alternative ist Chaos. Aus Hobbes Sicht, also unbedingtes Gehorsam ist die Kur gegen ein Leben, das armselig, kurz und ekelhaft ist, wie eine berühmte Charakterisierung lautet. Wer diese Regeltreue nicht zu schätzen weiß und wer meint, wer tatsächlich auf die dumme Idee kommen kann, ohne diese Unterwerfung, ohne diese absolute Macht des Leviathan auskommen zu können, bei dem muss etwas fehlen, bei dem muss etwas unterentwickelt sein und das ist der pur, der kindische Sinn. Also eine Art unterentwickelte Intelligenz, ein, wie Hobbes auch ausdrücklich sagt, Mangel an Vernunft, führt den Menschen dazu, die Unterwerfung auszuschlagen und sich aufzuspielen. Und dann kommt bei Hobbes eine lange Darstellung in dieser Schrift vom Bürger und in der Schrift über den Leviathan über die Rebellen, die Verrückten, die Kranken, also geistig Kranken, die ihre Rolle übertreiben und eben gegen den Staat aufbegehren. Dieser pur robustus, der im Jahr 1647 auftritt, ist ein Anfang einer Geschichte. Und das Ende der Geschichte spielt 1957. Wir wandern von London nach Peking und Sie sind Zeuge, wie am 26. Mai 1957 ein chinesischer Physikstudent, 22 Jahre alt, namens Tan Tianrong,
eine sogenannte Wandzeitung anbringt an der Mensa der Universität Peking. Diese Wandzeitung trägt die Überschrift Giftiges Unkraut und beginnt mit dem Satz, es ist, Heraklit hat gesagt, dass die grauhaarigen Männer aus der Stadt vertrieben werden und die jungen Bartlosen die Macht übernehmen sollen. Warum passiert diese Geschichte da im Jahr 1957? Weil Mao im Jahr 1956, 57 gemerkt hat, dass sein Land frischen Wind braucht und er Sorge hatte, dass die gehörige Unterstützung der Bevölkerung bröckelt. Und er hat gewissermaßen die Arme ausgebreitet und hat gesagt, das ist ganz berühmt, lasst 100 Blumen blühen, lasst 1000 Schulen miteinander, also Denkschulen miteinander wettstreiten. Die Studenten der Universität Peking nahmen dies ernst, gründeten eine 100-Blumen-Gesellschaft und forderten die Demokratisierung. Das ist die sogenannte 100-Blumen-Bewegung. Ein nicht so sehr bekanntes, aber äußerst bewegendes und kostbares Ereignis in der Geschichte Chinas. Tan Tianrong war einer der Führer dieser Bewegung und hat eben mit Maos Formulierungen gespielt, mit dem giftigen Unkraut, ironisch gemeint, und hat dieses Flugblatt verpasst, das dann so weiterging und dann endete mit, nicht mit chinesischen Schriftzeichen, sondern mit lateinischen. Und da stand drunter pur robustus. Kurioserweise gibt es einen Augenzeugenbericht von dieser Geschichte, wie er da auftrat und wie die Leute um ihn rumstanden und ihn fragten, was heißt es da unten? Kann ich nicht lesen. Und er hat geantwortet, das heißt pur robustus und wenn ihr Friedrich Engels gelesen hättet, dann wüsstet ihr, was ich meine. Also, nach 2 Wochen war der Spuk vorbei. Tan Tianrong verschwand für 20 Jahre im äußersten Nordosten Chinas in einem Straflager zusammen mit Hunderttausenden anderer, die da für Demokratie eingetreten sind. Sie merken, was passiert. Wir sind wieder ein bisschen im Wechselbad. Nicht der Gefühle, sondern der Regelbrüche. Denn wir haben bei Hobbes den pur robustus kennengelernt als einen dummen, gewalttätigen Rebellen, der denkt, er könnte irgendwie alles auf eigene Faust machen. Und nun gibt es einen chinesischen Studenten, der diesen Titel pur robustus nicht als Schmach, sondern als Ehrentitel für sich selbst beansprucht. Pur robustus will er sein. Und niemand wird ihm, wenn wir jetzt wieder beurteilen wollen, den Respekt verweigern und die Bewunderung für seinen Mut und auch für seine Ziele, vor allen Dingen, wenn man dann noch weitere Texte von ihm liest, die tatsächlich von einem tiefen, von einer tiefen Überzeugung bezogen auf demokratische Freiheit getragen sind. Das Fundstück ist also, wir haben eine Geschichte von 1647 bis 1957, die irgendwie unter dieser Überschrift pur robustus geführt werden kann. Und wenn man dann noch genauer nachgräbt, stellt man fest, dass sich eben natürlich zwischen diesen zwei Eckpunkten noch viel abspielt. Herr Jähler hat ja darauf hingewiesen, dass ich da dazu was geschrieben habe über diesen pur robustus. Also es gibt dann eine Geschichte, die führt von Hobbes über Rousseau, Diderot, Victor Hugo, da ist es der Glöckner von Notre Dame, Tocqueville, Karl Marx und Friedrich Engels, da ist es der Proletarier, Sigmund Freud, Carl Schmitt, Leo Strauss bis eben zu Palmiro Togliatti und Tan Tianrong in Peking. Und alle diese Leute, die ich gerade genannt habe und die jedenfalls zum guten Teil zur Crème de la Crème der deutschen, europäischen, weltweiten Ideengeschichte, Philosophie, politischen Philosophie gehören, benutzen genau diese Formel, pur robustus, um die Frage nach dem Regelbruch, dem guten oder schlechten Regelbruch, abzuhandeln. Es gab sogar eine Zeit, das war als Alexis de Tocqueville über Amerika schrieb und da dann den pur robustus entdeckte,
als man diese Figur berühmt nannte. Also Tocqueville sagt, der berühmte Puer Robustus. Nun, er ist dann total in Vergessenheit geraten, was ich total ungerecht und geradezu unverschämt von meinen Zeitgenossen, meinen Gesinnungsgenossen, meinen Berufskollegen finde. Und deshalb habe ich eben versucht, ihn wieder ans Licht der Öffentlichkeit zu ziehen. Nicht jetzt einfach, weil er das Kuriositätenkabinett an Figuren, das wir so haben, bereichert, sondern weil sich an ihm, wenn Sie jetzt diese Geschichte durchgehen mit den vielen Namen, eben exemplarisch zeigen lässt, wie es um den guten oder schlechten Regelbruch im Politischen steht. Denn gerade die genannten Autoren, die Andeutungen, die ich gemacht habe, die machen ja deutlich, dass hier eben sehr verschiedene Bilder von politischen Aktivisten oder politisch relevanten Handelnden vorgeführt werden, also destruktive und konstruktive. Nun kann ich Sie nicht mit einem endlosen ideengeschichtlichen Marathonlauf durch die Geschichte dieser ganzen Autoren hindurchführen, sondern ich muss mich begnügen mit einem holzschnittartigen Bild, und damit komme ich zu meinem vierten Teil. Also ein Holzschnitt. Ein holzschnittartiges Angebot zur Typologie von politischen Regelbrechern oder Störenfrieden. Nach meiner Zählung gibt es vier verschiedene Typen von Störenfrieden. Die sind angedockt an diese Geschichte, aber lassen sich auch unabhängig davon verwenden. Und das ist jetzt mein Angebot, Ihren Werkzeugkasten zum Verständnis politischer Regelbrüche zu füllen. Der erste Typ, den haben Sie schon kennengelernt, der verdient den Namen egozentrischer Störenfried. Und er taucht auf bei Thomas Hobbes zum ersten Mal. Also, hier ist ja eigentlich eine Figur vor ihren Augen, die böse ist, weil sie sich nicht an Regeln hält, die ihr eigenes Ding macht, die in ihrer politischen Wirkung gar keine Ambitionen hat, darauf die Ordnung zu ändern, sondern die letzten Endes versucht, eben für sich selbst den Nutzen zu maximieren. Gegen Nutzenmaximierung hat Hobbes überhaupt nichts. Im Gegenteil, er ist ja auch ein großes Vorbild für ökonomische Theorien der Nutzenmaximierung in der Neuzeit und in der Gegenwart. Sein Vorwurf gegen den Puer Robustus in der Art, wie er bei ihm auftritt, ist, dass der nicht versteht, wie man den Nutzen richtig maximiert. Weil er eben meint, dieser Egozentriker, dieser egozentrische Störenfried, das ist jetzt meine Wortwahl, sei eigentlich besser dran, gerade als Egozentriker, wenn er sich der staatlichen Ordnung unterwirft. Hobbes meint also, es sei ein schierer Mangel an Vernunft. Die Geschichte ist etwas kompliziert, aber ich muss sie vereinfachen. Hobbes meint, es sei ein schierer Mangel an Vernunft, der den Puer Robustus dazu bringt, böse zu werden oder eben entsprechend den Gehorsam zu verweigern gegenüber dem Staat, der staatlichen Macht. Stimmt es? Also ist es so, dass wir dann auch umgekehrt ein wunderbares Rezept haben, um zu verhindern, dass destruktive, egozentrische Störenfriede in einer Gesellschaft ihr Unwesen treiben, nämlich das Rezept, sie einfach zur Vernunft zu bringen. Das stimmt nicht. Also Hobbes hat Unrecht. Nun könnte man lange streiten über diesen Begriff Vernunft, den Hobbes in einem relativ bescheidenen Sinne verwendet, also eben als so eine Art Kalkül der Abwägung, was für einen selber besser ist oder schlechter. Aber eben selbst wenn man sich jetzt fern von Kant in diesem bescheidenen Sinne auf Vernunft stützt, kann man sich relativ leicht Situationen vorstellen, in denen es durchaus vernünftig sein kann, aus der Sicht des egozentrischen Störenfrieds leider, sich destruktiv zu verhalten.
Also da gibt es jetzt eine Riesendiskussion in der Forschung dazu, aber die Quintessenz, die ich daraus ziehe, die läuft ungefähr auf das Folgende hinaus. Es gibt Situationen, in denen man natürlich tatsächlich überlegt, wenn ich jetzt jemandem übers Ohr haue zum Beispiel oder wenn ich jetzt einen massiven Regelbruch begehe, dann kann das für mich eigentlich, wenn ich wirklich nachdenke und überlege über die Folgen, grüble, nach hinten losgehen und deshalb sollte ich es lieber lassen. Es kann aber auch sein, dass zum Beispiel der Reibach, den ich mache in diesem einen Deal, so gewaltig ist, dass ich eigentlich über diese Folgen kaum mehr nachdenken muss und nur diese eine Geschichte optimal durchziehen muss und dann habe ich meinen Schnitt gemacht und muss mich um irgendwelche negativen Folgen gar nicht mehr kümmern. Diese Konstellation versucht natürlich derjenige, der so mit Nutzenmaximierung argumentiert, zu vermeiden. Also die Verteidiger meinetwegen der freien Marktwirtschaft, die sagen, der Bäcker, wenn der jetzt schlechtes Brot verkauft und dabei an einem Tag einen Gewinn macht, der wird dann am nächsten Tag seine Kunden verlieren, abgestraft und wird dann sehen, dass er sich doch wieder an die Regeln halten muss. Aber diese bescheidenen, übersichtlichen Verhältnisse sind eben nicht immer gegeben und deshalb gibt es durchaus hochrationale Strategien, die darauf rauslaufen, dass man egozentrisch die Regeln bricht. Das ist so, das ist leider so, aber es ist jedenfalls etwas, was Hobbes unterschätzt hat. Und deshalb hat Hobbes etwas nicht geschafft, nämlich diesen Puer Robustus zunächst mal auf die Bühne der Weltgeschichte kurz zu bitten, im Vorwort zu De Cive, abzuwatschen und in den Orkus des Vergessens wieder zurückzustoßen. Wenn sein Argument funktionieren würde, dann dürfte es die bei gehöriger Vernünftigkeit der Menschen eigentlich gar nicht geben. Und wenn nur blöde Leute Regel brechen würden, dann wären sie auch nicht so auffällig in der Menschheitsgeschichte. Da ist also offensichtlich etwas empirisch falsch, wenn wir jetzt auf die Geschichte der nächsten Jahrhunderte nach Hobbes blicken, aber es ist auch systematisch etwas falsch, bezogen auf die Konstellation, warum, aus welchen Motiven heraus ein Egozentriker die Regeln bricht. Jedenfalls hat Hobbes, der sozusagen wenig liebevolle Vater, geistige Vater des Puer Robustus, es nicht geschafft, diesen Puer Robustus gleich wieder abzuschaffen, sondern er hat ein Eigenleben entwickelt in der Zeit danach. Und diese egozentrischen Störenfriede, wenn Sie die jetzt versuchen, über die Geschichte hinweg zu verfolgen, dann werden Sie zum Beispiel plausiblerweise an die Vorreiter der Finanzkrise 2007 denken. Wenn man da Umfragen macht, Psychologen haben sich mit den Bankern da beschäftigt, wie würdest du dich entscheiden, wenn du einen Handel treiben könntest, mit dem du 10 Millionen gewinnst und den Bestand deiner Home Institution, also deines Arbeitgebers und vielleicht sogar die Volkswirtschaft deines Landes aufs Spiel setzt? Wenn du diesen Deal mit den 10 Millionen machen könntest, würdest du es denn dann tun unter diesen Voraussetzungen, ja oder nein? Und die überwältigende Mehrheit hat dann gesagt, ja. Das ist eben die Konstellation dieses egozentrischen Regelbruchs. Ich bin sicher, dass Sie sich auch bezogen auf Trittbrettfahrer, bezogen auf alle möglichen anderen Formen der möglichst dann heimlichen oder irgendwie folgenlos bleibenden Regelbrüche an viele solche Figuren erinnern können. Und ich hoffe, dass Sie nicht solche Figuren sind, aber das kann ich auch nicht ausschließen. Also, es gibt den egozentrischen Störenfried, das ist der erste Typ. In meiner holzschnittartigen Vorgehensweise stoße ich dann auf einen anderen Störenfried, den ich exzentrischen Störenfried nenne. Das ist ein interessanter Fall. Versuchen Sie sich mal vorzustellen, wie ein Störenfried agiert, wenn er nicht egozentrisch agiert. Also, unter welchen Voraussetzungen ist es vielleicht sogar für jemanden schwierig, egozentrisch zu agieren? Nun, die Antwort darauf ist ganz einfach. Jemand kann gar nicht egozentrisch agieren, wenn er gar nicht weiß, wer er ist. Dann hat er gar kein Ego.
Wenn also jemand erst auf der Suche ist nach sich selbst, dann wird er vielleicht sich reiben an den Verhältnissen, er wird sich unwohl fühlen in seiner Haut, er wird aber nicht seinen Nutzen maximieren können, weil er gar kein Eigeninteresse artikulieren kann in dem Sinne. Wer nicht weiß, wer er ist, kann auch nichts maximieren an sich selbst, kann keine Selbstoptimierung treiben, wie das heute heißen würde. Mein Herz gleicht dem Keim einer Südfrucht im hohen Norden. Es treibt und es kann nicht reifen. Heinrich von Kleist. Das ist diese Figur. Da ist jemand unfertig, ein zutiefst unglücklicher, großartiger deutscher Dichter, der nicht reift, der nicht weiß, wohin und der dann ein ungeheures Buch, eine ungeheure kleine Erzählung schreibt, die Marquise von O. Und der schönste Satz aus der Marquise von O lautet: Durch diese schöne Anstrengung mit sich selbst bekannt gemacht. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Für die, die es nicht erinnern, die Marquise von O wird, während sie ohnmächtig ist im Krieg, von einem Mann vergewaltigt und geschwängert. Die Eltern schauen etwas betrübt, wenn nicht gar feindselig auf dieses Geschehen. Die Frau Marquise gibt eine Zeitungsanzeige auf mit dem Wortlaut ungefähr: Wer mich da geschwängert hat an diesem und jenem Tage, soll sich bitte am nächsten Sonntag in meiner Wohnung einfinden. In einer Wohnung, in die sie ausgezogen ist, weil die Eltern sie auch nicht mehr so recht haben wollten. Und dann geht die Geschichte weiter. Ich will jetzt keinen, wie man das neudeutsch nennt, Spoiler fabrizieren und Ihnen sagen, wie es ausgeht. Auf jeden Fall wächst da jemand an seiner Herausforderung. Das kann man mindestens sagen. Oder man sagt es schöner mit Kleist: Jemand wird durch eine schöne Anstrengung mit sich selbst bekannt gemacht. Da wird erst jemand derjenige, der er dann ist, ohne dass er das vorher geahnt hätte, oder ohne dass sie, muss ich hier sagen, das vorher geahnt hätte, was da aus ihr wird, dass sie das überhaupt schafft. Also da ist auch jemand offensichtlich dabei, den Comment, die Sitten und Regeln, die in dieser Zeit gelten, zu missachten und sich ziemlich aus dem Fenster zu lehnen. Und diese Handlungsweise, die führt dann dazu, dass jemand eigentlich überhaupt erst eine neue Identität findet. Und das ist ein Regelbruch, der dann eigentlich eine Geste ins Ungefähre ist, eine Geste ins Ungewisse ist. Also da weiß diese Frau, die Marquise, nicht schon von vornherein, ob sie das überhaupt durchsteht, diese ungeheure psychische Herausforderung und Belastung, die sie da vor sich hat. Und dieses Phänomen des Ausbrechens aus einem System oder des Verstoßens gegen Regeln mit ungewissem Ausgang ist eben typisch für den exzentrischen Störenfried. Und um das jetzt nochmal kurz an den Puer Robustus zurückzubinden, also der Puer Robustus wird dann sozusagen gerettet aus den Fängen von Thomas Hobbes, und zwar von Denis Diderot, der den Puer Robustus hinüber exportiert in seinen wunderbaren Dialogroman Rameaus Neffe, und die Titelfigur dieser Neffe wird dann als Puer Robustus eingeführt und als ein Krümchen Sauerteig bezeichnet in Goethes Übersetzung 1805, das die Gesellschaft in Bewegung setzt und das uns aus unserem Konformismus, wie es dann so weitergeht, heraushebt. Also da ist jemand, ein ziemlich verrückter Kerl, ein Verrückter, der, von dem es auch zwischendurch heißt, er soll vielleicht ins Irrenhaus kommen, der eben sich gegen die Konvention wendet, ohne aber, dass er irgendwie ein Regierungsprogramm vorliest, sondern er stört einfach auf. Und dieses Stückchen Hefe, heißt es im Französischen Le Vin, das wirkt dann in der Gesellschaft und es gärt und es gärt und es verwandelt sich etwas. Das ist praktisch der exzentrische Störenfried. Und nun werden Sie denken, das ist vielleicht weit weg vom Verbrechen. Aber interessant ist, dass zum Beispiel John Stuart Mill gesagt hat,
dass er Sorge trage, dass er sich Sorgen mache, dass er in einer Gesellschaft lebe, in der Exzentrizität schon ein Verbrechen sei. Also es gibt durchaus da auch natürlich nicht in dem brachialen Sinne eines Verbrechens, aber im Sinne eines Verstoßes gegen Sitten, sowas wie eine kriminelle Lesart dieses exzentrischen Verstoßes, die Mill natürlich zurückweist. Er will dieses Exzentrische schützen, als ein Leben, als eine Art Salz, wie er das auch selbst bezeichnet, in der Suppe der Gesellschaft. Hier haben wir also den exzentrischen Störenfried, und wenn Sie den heute wiederfinden wollen, dann werden Sie nicht an die Finanzkrise und ihre Akteure denken, sondern wahrscheinlich an irgendwelche Leute, die jetzt gerade in der New Economy Disruption und Creative Destruction und so weiter treiben. Und dann wird man ein bisschen darüber rätseln, wie schön ist es eigentlich, diese Geschichte. Also wie wohlwollend wollen wir dann diese Leute bewerten? Und ich glaube, dass man hier interessante Studien zu auch der Unschlüssigkeit vielleicht des exzentrischen Störenfrieds treiben kann. Denken Sie an den Ausdruck Think out of the box. Meistens sagen das ja Vorgesetzte zu ihren Mitarbeitern, dass sie jetzt mal out of the box thinken sollen. Nun ist es ja ein bisschen selbstwidersprüchlich, wenn man den Befehl kriegt vom Vorgesetzten, etwas zu tun, was out of the box ist. Wenn man das nämlich tut, tut man genau das, was der Vorgesetzte will. Und man darf sich dann diese Ausbrüche als nicht besonders eindrucksvolle Versuche des Regelbruches vorstellen, sondern darf dabei eher an Hunde denken, die an einer Leine sind, die diesen berühmten Federmechanismus hat, wo man sie dann so lang laufen lassen kann und dann auf den Knopf drückt und dann die 5 Meter wieder eingeholt werden, ruckzuck. Und dann kommt der Hund wieder in die Nähe des Herrchens. Also das heißt, es werden Spielräume eröffnet und dann wieder überprüft, wie es um die Marketability Projekte bestellt ist, die da beim Out-of-the-Box-Thinking entwickelt worden sind. Aber natürlich ist das Exzentrische die Domäne des Künstlers, die Domäne hoffentlich auch von all denen, die etwas Künstlerisches für sich selbst bewahrt haben. Soweit der exzentrische Störenfried. Der nächste Teil meines Holzschnitts führt mich zum dritten Typus des Störenfrieds, und ihn bezeichne ich mit einem Kunstwort, dem ich nicht widerstehen konnte, weil es so schön in die Reihe egozentrisch-exzentrisch passt, nämlich mit dem Kunstwort nomozentrischer Störenfried. Der nomozentrische Störenfried ist zentriert auf den Nomos, und das heißt auf Deutsch Gesetz und auf Griechisch Nomos eben. Das heißt, er hat offensichtlich höhere Ambitionen als nur an sich zu denken oder über sich hinaus zu denken, ins Ungefähre hinein. Der nomozentrische Störenfried ist der eigentliche klassische Fall des politischen Regelbrechers, der konstruktiv versucht vorzugehen. Also nicht nur die Regeln auflöst, wie der egozentrische, nicht nur so ein bisschen an den Regeln vielleicht herumkratzt und so Spielräume schafft wie der exzentrische, sondern der regelrecht auf eine andere Ordnung vorgreifen will. Wenn der egozentrische den Stiefvater Hobbes hat und der exzentrische den Stiefvater oder Vater Diderot, dann hat der nomozentrische Störenfried den Vater Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau hasst Thomas Hobbes, versucht sein System oder seine Gedankenwelt zu vernichten, und kurz bevor er es tut, ganz kurz vorher, schlüpft er rein, schnappt sich den Puer Robustus, rennt schnell wieder raus und vernichtet dann, oder versucht es jedenfalls, das System von Hobbes, weil ihm der Puer Robustus irgendwie zusagt. Und der taucht dann bei Rousseau an verschiedenen Stellen auf als Vorkämpfer seiner eigenen Idee. Und er deutet dazu, das würde jetzt zu weit führen, das nachzuvollziehen, diese zwei Eigenschaften, nämlich das Kindliche und das Starke, um. Also ganz kurz gesagt läuft es darauf hinaus, dass hier die Stärke als so eine Art gedankliche Unabhängigkeit gedeutet wird, als jemanden, der nicht dauernd darauf schielt, wie die anderen so sind. Und dass dieses Puerile oder dieses Kindliche nicht als Mangel an Vernunft verstanden wird, sondern als eine Art von natürliche
Unverdorbenheit. Lange Geschichte, kann ich jetzt nicht ausführen. Jedenfalls ist es klar, dass Rousseau als großer Theoretiker der Republik auf eine Ordnung zielt, die gegen das, die Verdorbenheit und gegen das unendliche vergossene Blut und das Elend gerichtet ist, in dem er aufwächst. Also es gibt brutale Zitate darüber, wie Rousseau seine Zeit beschreibt, und er sehnt sich nach, hat es auch ja selber im eigenen Leib erfahren, er sehnt sich nach einer anderen politischen Ordnung, die eben der Freiheit des Menschen angemessen ist. Und das ist der Knackspunkt, warum er sich eben auch von Hobbes trennt, weil aus seiner Sicht die Freiheit in dessen System nicht gewährleistet ist. Und die Entfaltung dieser Freiheit wird dann eben getragen von Menschen, die die Selbstbestimmung zu praktisch als ihre, als eine Art inneres Bedürfnis ausleben wollen und entsprechend die politische Ordnung danach ausrichten. Wenn Sie nach einer fassbaren Figur suchen, an die vielleicht das besonders gut illustriert, dann denken Sie vielleicht an ein Drama, das 1804 uraufgeführt wurde, und zwar das Drama Wilhelm Tell von Friedrich Schiller. Was in Wirklichkeit ein Drama ist über die Französische Revolution, also über dieses republikanische Projekt der Französischen Revolution, und wo Sie eben einen haben, der die Regeln bricht, der den Repräsentanten des Kaisers tötet, der ein ziemlich eigensinniger, wilder Kerl ist, der Starke ist am mächtigsten allein, sagt er am Anfang, und will erstmal gar nicht so viel mit seinen etwas zögerlichen Landsleuten zu tun haben, aber er bringt eine Bewegung in Gang, die dann eben zur Errichtung eines Bundes führt. Und das Entscheidende am nomozentrischen Störenfried ist dann, dass dieser Typ eben zentriert ist auf den Nomos und nicht darauf, sich dann an die Stelle des alten Machthabers zu setzen. Und das ist ein Thema, was wir dann in vielen scheiternden politischen Umbrüchen erleben. Also der Zar wird abgelöst durch den durch Stalin oder Lenin oder sowas. Das heißt also, entscheidend ist in diesen republikanischen Szenarien, dass der Regelbruch zur Errichtung einer Ordnung dient, der man sich dann anschließt. Wilhelm Tell wird einfaches Mitglied dieses Bundes. Das Alte stürzt, es ändert sich die Zeit und neues Leben wächst, blüht aus den Ruinen. Also das ist die Idee der Errichtung eines neuen Bundes. Und wenn wir jetzt die großen Hoffnungen, die mit der Errichtung von Demokratie verbunden sind, im Lauf der Geschichte zusammennehmen, dann werden wir immer wieder auf genau dieses Motiv stoßen. Hier gibt es jemanden, der eine Ordnung ändern will, der die Regel bricht, der auch in dem Sinne Verbrechen begeht, bezogen auf die gegebenen Verhältnisse, um eben einer anderen Ordnung Vorschub zu leisten. Und die ganze Tradition des zivilen Ungehorsams, die dann in Amerika im kleinen Städtchen Concord, Massachusetts, geboren worden ist von Henry David Thoreau und anderen, geht genau in diese Richtung. Und auch die Bürgerrechtsbewegung in Amerika im 20. Jahrhundert geht in diese Richtung. Und alle Aufbruchsbewegungen, die wir beobachten können, in Demokratien selbst, sind häufig jedenfalls in gewissen Grenzen auch noch mit Regelbrüchen verbunden, weil man manchmal das Gefühl hat, dass die Einhaltung des Verfahrenswegs nicht zum Ziele führt. Um Ihnen nur ein Beispiel zu geben, eben von dieser zivilen Ungehorsamsgeschichte: Henry David Thoreau, vor dem Bürgerkrieg schon gestorben, kurz vor Ausbruch des amerikanischen Bürgerkriegs, sagt eben, wer hier Steuern zahlt in diesem amerikanischen Staat, macht sich das der Versklavung von 6 Millionen Menschen schuldig. Also damals gab es einen Kompromiss, in den Nordstaaten gab es keine Sklaverei mehr, in den Südstaaten gab es noch, die Nordstaaten haben das geduldet. Das heißt also, das ganze Staatswesen bewegte sich in so einem fragilen Zwischenzustand, der dann ja auch knallte mit dem Bürgerkrieg. Und Thoreau hat die Unterstützung dieses Staatswesens aufgekündigt und hat all diejenigen, die weiter so tun, als wäre nichts, als Komplizen eines Verbrechens bezeichnet. Und selbst ein Verbrechen
begangen, indem er eben zum Beispiel keine Steuern zahlte. Oder zum Beispiel, indem er flüchtige Sklaven versteckte, was nach dem damaligen Recht auch nicht erlaubt war und ihnen dann die Flucht nach Kanada ermöglichte. Also hier steht dann ein Verbrechen gegen ein anderes und das ist eine Konstellation, die wir häufig antreffen bei politischen Regelbrüchen. Jemand will eine andere Ordnung und wirft der bestehenden Ordnung vor, eigentlich verbrecherisch zu sein und lädt sich damit natürlich eine Begründungslast auf, die weit über das hinausgeht, was zum Beispiel der exzentrische Störenfried zu leisten hat. Ja? Denn Sie müssen hier wirklich für die Güte gewissermaßen dieser erst noch kommenden Ordnung einstehen, um Ihre zum Teil sehr radikalen, vielleicht sogar gewalttätigen Aktionen zu rechtfertigen. Und das ist die lange Diskussion über die Frage der Berechtigung von Revolution und Karl Marx, der dann eben sagt, der pur robustus ist der Proletarier, ist dann natürlich der Fall, der zu diskutieren wäre, wenn wir mehr Zeit hätten. Ich will aber, weil die Zeit rast, noch kurz auf den vierten Typus in meinem holzschnittartigen Überblick eingehen. Und der vierte Typus ist eine Art verkorkster Störenfried oder ein gestörter Störenfried. Ihn nenne ich einen massiven Störenfried. Und der Beschreibende, der sozusagen der geistige Vater, kritische geistige Vater dieses massiven Störenfrieds, ist Max Horkheimer, einer der Gründer der Frankfurter Schule. Max Horkheimer beobachtet die Nazis, und zwar die jungen Nazis, und stellt fest, die rotten sich zusammen und fühlen sich stark. Und er beschreibt an ihnen mit psychoanalytischen Mitteln sowas wie eine Ich-Schwäche. Oder er beobachtet an ihnen sowas wie eine Art Selbsthass. Diese Menschen sind verloren in dieser unübersichtlichen Welt. Sie fühlen sich klein, sie fühlen sich als Versager, sie fühlen sich schwach. Sie verkriechen sich, sie trauen sich nicht so richtig aufzustehen. Aber dann doch. Und zwar in dem Moment, da links von ihnen an ihrer Schulter und rechts von ihnen an ihrer Schulter jemand steht, der genauso brüllt und genauso schreit wie sie selbst oder wie er selbst. Das heißt, die Stärke beziehen sie aus dem unbedingten Zugehörigkeitsgefühl, das sie empfinden, wenn sie in dieser Gruppe dann zusammenstehen. Und da schlägt dann diese Schwäche in Stärke um und da entsteht dann das, was eben, ich denke jetzt an die Zeit vor 1933, an Schlägereien aus dem nationalsozialistischen Lager passiert und was sich dann eben im Regime verfestigt. Also die Masse, der Genuss, den man aus der totalen Zugehörigkeit zieht. Und daran merken Sie schon, warum ich hier von einer gestörten Störung spreche. Weil hier ja jemand gar nicht nur eine Ordnung stört und sich dabei aus dem Fenster lehnt, irgendwie exponiert, sich in einer unsicheren Situation befindet, sich irgendwie am Rand bewegt und überlegt, wie er dann jetzt weitermacht oder gar vorgreift auf eine Ordnung, die erst in der Ferne vielleicht erstehen wird, sondern hier stört jemand aus dem Gefühl einer unbedingten Zugehörigkeit zu einer Ordnung heraus, die er schon sozusagen im Rücken hat. Und das ist das Gestörte an dieser Störung. Und ich muss zum Ende kommen, deshalb nur ganz kurz. Man kann jetzt auch wieder fragen, so wie bei den anderen, ja, gibt es denn heute Nachfolger? Auch wenn wir jetzt, wenn ich nicht zu denen gehöre, die dauernd Parallelen zwischen der NS-Zeit und irgendwelchen aktuellen Phänomenen ziehe. Aber gibt es irgendeine Verwandtschaft in diesem Grundmotiv, diesem Bedürfnis der totalen Zugehörigkeit zu einer ungestörten Ordnung, mit der man dann bereit ist, loszuschlagen. Und ich glaube in der Tat, in diesem speziellen Punkt gibt es tatsächlich Verwandtschaften zuhauf, und zwar hauptsächlich im Bereich des Populismus und im Bereich des Fundamentalismus oder auch Islamismus. Also wenn Sie studieren Selbstauskünfte von Terroristen aus dem islamistischen Lager, dann finden Sie diese Beschreibung immer und immer wieder. Also das totale Zugehörigkeitsgefühl zu einer weltumspannenden Gemeinde, die einem sagt, wo es lang geht. Und daraus dann die Stärke, um daraus dann die Stärke zu beziehen, Gewalttaten zu begehen. Und auf andere Art, wirklich ohne das jetzt alles in einen Topf werfen zu wollen,
werden sie dieses totale Zusammengehörigkeitsgefühl auch bei denen finden, die eben sich dem Populismus verschrieben haben. Und wenn sie Reden von Trump studieren, werden sie auf erstaunlich nahe Beschreibungen stoßen, die diesem Phänomen der Bildung einer unbedingten Zusammengehörigkeit im Volk außerordentlich nahe kommen. Das ist also der gestörte, vierte Typ, der massive Störenfried. Und ich sehe gerade, wie eine Dame im Publikum auf die Uhr schaut und Herr Jehle schon ganz nervös wird. Deshalb mache ich jetzt Schluss. Der Ausblick wäre dann gewesen, was wir jetzt mit den Störenfrieden heute halten. Und mein ganz kurzes Plädoyer in diesem Zusammenhang ist, oder meine Beobachtung und mein Plädoyer ist, die Beobachtung ist, dass wir im Moment eine Art Übergewicht haben, glaube ich, von egozentrischen und massiven Störenfrieden. Hauptsächlich von massiven. Und das ist eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, wir befinden uns eben in einem Wechselbad. Und wenn Sie an die Jahreszahlen von denken, mit denen ich begonnen habe, dann werden Sie feststellen, es braucht nur ein paar Jahre, dann wendet sich das Bild. Und vielleicht ist sogar das, was jetzt heute mit Jugendbewegungen bezogen auf die Klimakatastrophe beginnt, so etwas wie das Wiederauftreten des nomozentrischen Störenfrieds, nachdem er einen Kurzzeitschlaf vielleicht hingelegt hat. Vielen Dank für Ihre lange Geduld.